Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft-Dragodia.de Server Let's Play. Wir sind hier unterwegs. Ich habe im letzten Part doch nicht mehr so genügend Speicherplatz gehabt auf meiner Festplatte. Jetzt muss ich unbedingt eine neue Festplatte kaufen. Die ist jetzt so richtig voll wegen meinen doofen Backups. Aber die müssen gemacht werden, weil YouTube nicht immer direkt so schnell. Jo. Alles safe macht und so. Also ich bin einfach ein sicherer Mensch. Ja, wir haben im letzten Part nochmals einen warmen Ozean gesucht. Jetzt machen wir in diesem Part aber nicht mehr so weit, viel weiter. Es ist ein bisschen sehr anstrengend, wenn da nie ein Ozean kommt. Ich weiß nicht, was der Generator für Probleme hat, aber seit 1.18, glaube ich, gefällt mir einfach die Biomaufteilung überhaupt nicht mehr. Und sie machen bei 1.21 oder 2.1 den Generator immer noch nicht neu. Ich finde das eine Schweinerei vom Entwickler, dass sie nicht auf diese Sachen schauen, die wirklich wichtig sind. Was bringen sie? Dungeons, die man wahrscheinlich nie durchsucht, Wolfsrüstungen, Gürteltiere, die man nie benutzt. So Sachen bauen sie ein. Also ich finde einfach, was die Entwickler machen, schon 15 Jahre eigentlich ziemlichen Schmutz. Weil sie auch so ewig brauchen für so wenig Content. Aber jo, trotzdem liebe ich Minecraft und es ist ja nicht so schlimm. Nur dass die Entwickler halt einfach nur nicht gerade so fleißig sind. Also dass man einfach beim Spielen doch eher gelangweilt wird, manchmal wegen diesem Survival. Sie müssten weniger Survival machen und dafür mehr Spielfluss. Weil ich will jetzt nicht stundenlang nach einem Schnüffler-Ei suchen, sondern ich möchte das Schnüffler-Ei einfach haben. Und wenn ich das nicht finde, dann bin ich nicht glücklich. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Also ich mag ja Minecraft, aber es muss schon irgendwie, ja doch, auch ein bisschen weitergehen, oder? Und das ist das Problem. Es tut mir ein bisschen langweilen gerade. So, wo ist das Boot? Ist das untergegangen? Wo untergegangen? Hä? Wo ist mein Boot? Hm. Da. Ich habe so weit rechts, habe ich glaube ich gar nicht geschafft. Gut. Wieso bin ich so weit rechts? Okay. Ah, weil ich einfach nicht mehr zu den Blubberblasen gehen will. Okay. Muss mich noch ein bisschen eingewöhnen. Weil eigentlich bin ich derjenige gewesen, der immer auf den Blubberblasen Ding gehalten hat und deshalb die Boote nicht gefunden hat. Oh, Tempel. Können wir so weit hoch irgendwie? Ich habe wieder mal ein Dschungeltempel. Das freut mir sehr. Das freut mich sehr. Weil Dschungeltempel wurden extrem selten. Also ich glaube vor 1.18 war es auch so, dass Dschungel sehr selten waren. Und deshalb sehr selten waren. Und jetzt sind sie einfach nicht mehr in den Dschungel anzutreffen. Sie haben also irgendwie etwas verändert und dabei ist es irgendwie schlecht. Es ist eigentlich so mit diesen Exploits und so, haben sie die endlich gefixt. Also dass man zum Beispiel jo, irgendwelche ja, Bedrock durchbrechen konnte und so. Oder ja, sehr viel Loot bekam. So Sachen. Haben sie wahrscheinlich immer noch nicht so richtig gefixt. Sonst, ich bin einfach nicht mehr so informiert, was jetzt momentan in der Minecraft-Community so los ist. Dürft ihr gerne mal ein bisschen beschreiben, was ihr so gut oder schlecht an der Community findet, wie sie Minecraft spielen. Es gibt halt immer noch dieses Kaktus-Farm und so Sachen, Projekte, wo mich überhaupt nicht interessiert. Im geringsten. Das ist etwas, was ich langweilig finde.
den Sachen rein tun. Stein brauche ich eigentlich. Ja, da würde ich gerne mitnehmen, da habe ich noch nicht so viel. Und jetzt muss ich die Truhe finden hier. Hallo, wo bist du denn? Wo ist der dumme Zombie? Ja, egal. So. Ah, da. Lol, ist sofort tot. Da habe ich Sonnenstich bekommen. Also, dann haben wir. Was ich an der Community gut finde, also vor allem an den Servern und so, es wird wirklich geschaut, dass man, jo, dass man so die Sachen auch hat, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel PvP machen will, dann gehe ich zum Beispiel, weiß nicht wohin, kein PvP selber nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Minispiele haben will, dann gehe ich zum Beispiel, ja. Also es gibt, ich kann die Server jetzt gar nicht so gut sagen, wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Aber es gibt für jeden Server, oder? Ich will jetzt nicht unbedingt einen bevorteilen, einen Server. Aber es gibt halt immer noch diejenigen, die sich halten können und jo, auch die Spieler anlocken. Das finde ich gut. Aber ich kenne jetzt wirklich keinen Rollenspielserver mehr oder SMP. Ich kenne zum Beispiel HiveMC noch. Aber mit der Zeit, ich habe jetzt echt Probleme, irgendwelchen Server zu sagen, der wirklich gut läuft. Weil ich denke, die Guten wurden schlechter und die Schlechten wurden aufgelöst oder so. Ich kann jetzt wirklich gerade auch kein, jo, wie sagen, weil ich es einfach nicht spiele. Also ich spiele nicht auf anderen Servern. Ich spiele auf meinem Server. Ist das dein Ernst? Hey, ich habe die Truhe gesehen, bin gehüpft. Und direkt gestorben. Ja, sicher, ey. 12.000 Meter. Hey, was ist das für eine Verarschung, Minecraft? So viel Schaden wegen Lava zu bekommen. Das ist die größte Verarschung. Ich bin innerhalb von 2 Millisekunden gestorben. Wie komme ich jetzt dorthin wieder? Ja, sicher. Also dorthin will ich jetzt auch nicht, hey. Ich habe ihm gesagt, er soll mal das machen, dass man leichter wieder zum Grabstein kommt. Ja, das ist in der Nähe. Aber mitten im Ozean. Nee, also random Teleport geht einfach gar nicht. Wo sind wir jetzt gestorben? Da. Ganz in die andere Richtung. Also 5000 Meter. Müssen wir noch aushalten? Oh je. Also jetzt zuerst mal Holz holen und alles. Jetzt bin ich einfach gestorben wegen einem kleinen Lava. Hä? Wie unfair ist Minecraft, wenn man bedenkt. Jetzt habe ich einfach so mega Pech gehabt. Also das regt mich auf. Minecraft ist einfach unglaublich nervig. Man stirbt wegen einer Millisekunde Loch. Hey. Dein Ernst? Minecraft stört mich jetzt gerade mega, hey. Dein Ernst? Da ist noch ein Block dazwischen. So. Wenn der jetzt im Wasser ist, dann haben wir eine bessere Chance. Komm, wir tauchen mal kurz eine Kurve. Aber jetzt ist Nacht. Jetzt ist es mega weit weg. Es ist überall Ozean. Ich bin so richtig genervt. Aber es geht, also Minecraft ist auf Arten extremst nervig. Einfach weil man kurz stirbt, außersehen. Und weil halt der Mods, also das Plugin MCMMO, so mega schwer ist. Aber was kann man dafür, oder? Man spielt gerne Minecraft und wird so in den Abfall, in den Tod gezwungen immer wieder. Ich bin noch nie so viel gestorben auf einem Server, weil es einfach so schwer ist. Es ist verdammt schwer. Aber jetzt, wenn wir Ozean haben, dann sind wir schneller wieder bei der Leiche. Also Lava. Ja, unter Wasser,
Ertrinken und Lava könnte dreimal so lange sein. Es wäre viel besser balanciert. Aber ich habe keine Chance gehabt. Ich bin gehüpft und bin noch eins weiter nach links oder nach vorne. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Kiste gesehen, aber das Ding nicht. Der Lava. Die Lava. Habe ich nicht gesehen. So, und jetzt bitte Creeper, komm nicht. Dankeschön. Also jetzt warten wir halt noch mal ein bisschen. Wir haben keine Schafe nie. Also wenn ich sterbe, dann habe ich nie Schafe. Ich kann mir also nie ein Bett craften. Ja gut. Das ist halt Minecraft. Echt nervig. Hey, willst du mich verarschen? Steuerung. Die Steuerung könnte auch mal ein bisschen funktionieren, wenn man Maustaste drückt. Ja, ist wahrscheinlich, aber es ist zu sensibel. Minecraft ist nicht ausgelegt auf sensible Steuerung. Sie machen es aber trotzdem. Ah, kann ich, glaube ich, nicht. Oder? Doch, ich kann. Wieso? Wieso ist World Edit eigentlich bei mir nicht funktionabel im Server? Hat er wahrscheinlich ausgestellt, das ist gut. Aha. Jetzt werde bitte wieder Tag. Ich verliere viel zu viele Herzen. Ja, das ist belastend. Das ist unglaublich nervig. Man kann nichts dafür. Man spielt gut, aber wird genervt, weil man halt einfach auch vielleicht ein bisschen zu schnell spielt dann. Und dann landet man in einem Lavasee und ist in einer Sekunde da. Ich weiß es ja nicht. Mir gefällt das wirklich nicht. Ich bin richtig depri geworden. Ja, und irgendwann höre ich dann auch auf zu spielen. Also, wenn mich Minecraft nicht mehr abholt, dann spiele ich halt anderes. Dann sind vielleicht ein paar wieder enttäuscht von mir. Aber ich bin nicht so einer, der wirklich mega ein Spiel providet. Ich mache schon genug das mit Last Epoch, weil es wirklich auch gut Aufrufe gibt immer noch. Aber Minecraft gibt auch nicht mehr so viel Aufrufe und ja, ich habe langsam Minecraft wirklich mega satt. Es ist gemein zu mir. Der Entwickler ist gemein zu mir und ja, die Zuschauer, ja, sind halt nicht so interessiert mehr nach 15 Jahren, das ist klar. Ja, die Zuschauer geht es wahrscheinlich gut, ja. Die haben Spaß. Schreibt mal in die Kommentare. Jeder Tag ist wieder gestorben. Aber mir geht das elendig auf den Keks, wenn ich mal wieder sterbe. Ich bin so einer, der sagt, einfach nach 15 Jahren darf ich nicht mehr sterben. Und macht am nächsten Tag einen Hardcore-Let's Play. Und stirbt die ganze Zeit. Schnaps gesoffen. Nicht getroffen. So, werde bitte Tag. Und gebt mir mal ein paar Tiere. Ich glaube, wenn man relativ schnell durch das Gebiet rast, dann werden in der Nacht gar keine Tiere gespawnt. Weil ihr ja generiert. Ja, und dann einfach Zombies, also ja, Monster generiert. Müssen wir noch kurz Geduld haben oder sonst fischen oder so. Ja, können wir auch nicht, wir haben ja keine Pferde. Also einfach weiterhin. Schön. Aufpassen hier. Das hat Creeper. Wilde, wilde Creeper. Oh, das ist der schlimmste Wald. Okay, dann habe ich wahrscheinlich auch noch etwas zu tun. Noch zurücklaufen. Ich denke, in 20 Minuten, in 15 Minuten schaffe ich das nicht mehr. Also 5000 Meter ist schon ein bisschen länger, als man denkt. Aber gut. Da haben wir vielleicht den Ozean gefunden. Einen warmen Ozean. Also am Spawn, also wo wir wieder gespawnt sind, haben wir es nicht gehabt, denke ich. Das war blaues Wasser, dunkelblaues. Ja, normal blaues.
aber in der Nähe von dem Todespunkt haben wir vielleicht die Chance. Was? Nur eine Kuh? Hm. Okay. Das Spiel will mich einfach ein bisschen trollen. Jetzt gibt es überall diese Löcher und ich habe einfach keine Möglichkeit, jetzt dort reinzugehen, zu durchsuchen. So eine Blumenwiese sieht auch sehr schön aus. Das gefällt mir. Boah, hey, bis es Tag wird, sind wir wieder raus aus diesen Ebenen und Wäldern. Gibt wieder keine Tiere. Also eine Kuh haben wir gesehen. Haben wir ein Tier sonst noch gesehen, seitdem wir gestorben sind? Vielleicht bei den anderen Teleportpunkten noch kurz, aber das Heftigste, wie wenig Tiere man auf so einer großen Reise findet. Also würde Minecraft immer sparen müssen. Das ist unglaublich, wie Biome einfach einsam sind bei der Entwicklung. Wie lange haben sie jetzt angekündigt, dass sie die Savanne und das Beacon-Biom überarbeiten? Sie haben es nie gemacht, verdammt nochmal. Nie. Sie haben uns sogar entscheiden lassen. Wir haben uns für das Beacon-Biom entschieden, aber es kommt nicht. Und jetzt sollte die Savanne ja kommen. Mit, ja. Nein, das Gürteltier ist im Mesa-Biom, glaube ich, oder? Oh nein, nein, doch, so Savanne. Savanne. Aber hey, das ist ja mega. Das dauert ja mega lange. Also würde der Entwickler einfach nur mega auf die Sparflamme drücken. Ja, ist klar, dass Minecraft halt auch eher auf dem Handy gekauft wird. Dort wird wenigstens noch gesuchtet. Also das kann man ja nebenbei noch spielen. Aber ja, wir haben gar keine Bäume in der Nähe. Aber es ist unglaublich, wie ein Spiel einfach vernachlässigt werden kann. Ein Spiel, das so viel Erfolg hat. Komm, ey. Ja. Ich habe ein ja, Plugin und Skript Ersteller und zwei, die weniger machen, aber auch noch ein bisschen in meinem Team sind. Die machen solche Sachen und das auch viel schneller. Da bin ich glücklich. Und dem auf dem Server auch ein bisschen, dass er natürlich vorgeschritten ist. Aber sonst halt. Jo. Also von den Entwicklern und so bin ich jetzt nicht gerade sehr glücklich. Ja. Schade. Jetzt hat es mich einfach wieder so ein bisschen abgeholt. Aber ja, ich muss jetzt nicht unbedingt viel mehr so negativ reden. Das ist ja auch immer noch sehr spannend und cool. Genau deswegen, oder weil man halt auch sterben kann, ist schon genug. Genug gut. Ja, und ich bin Modpack-Spieler eigentlich meistens. Wegen einem Server spiele ich Survival oder weil ein neues Update kommt. Aber spiele nie Survival, weil es eben einfach zu wenig Fortschritt ist. Und man in einem Modpack eigentlich keinen Fortschritt machen kann. Man kann das am besten auf einem Vanilla-Server machen mit Plugins. Aber Mods, ich kenne einfach niemanden, der wirklich Mods entwickeln kann oder machen will. Und deshalb, jo, motiviert es mich mehr, einen Server zu haben mit Vanilla, aber mit Features, oder? Also wenn ihr auf den Server kommt, ihr müsst kurz etwas runterladen. Das ist, glaube ich, der Beutel auf jeden Fall mal, den ich ja nicht mehr habe. Okay, jetzt sind wir so weit. Jetzt können wir relativ schnell da hindüsen. Aber ich warte noch kurz ein bisschen auf die Kohle. Und bevor wir den Loot einsammeln, werfen wir alles einfach weg. Genau, dass wir nicht irgendwelche Platz-Aussortierungsprobleme dann haben. Ach komm. Ist egal.
Nehmen wir noch mit, weil wir es vielleicht noch mal brauchen. Aber jetzt haben wir Essen. Jetzt haben wir. Oh nein, die Hungerkönigin so schnell wieder runtergehen. Wir haben eine Millisekunde gelaufen, gerannt und schon wieder weg. Okay. So eine Sicherheitsding in der Ender Chest wäre eigentlich auch nicht schlecht. Jo, einfach dann also ein paar Werkzeuge reintun, wäre nicht schlecht. Vor allem auch ein Bett. Das ist das Wichtigste. Also, dann sorgen wir in den nächsten Parts ein bisschen vor, dass wir ja bei Tod halt nochmals Equipment haben dann. Und jo. Okay, wir haben ein Dorf gefunden. Das ist auch gut. Boah, meine Güte. Ach, Minecraft, tu doch nicht immer so kleine Löchchen. Also jetzt sage, Löcher sind böse. Löcher, auf Löcher muss man aufpassen. Auf einmal ein Löcher. Schlimmste Zeug. Das schlimmste Zeug auf ever. Jo. Ein bisschen nehme ich noch mit. Kleine Scheißlöcher sind schlimm. So, das reicht. Gut, da drin ist meistens noch etwas anderes. Ding, Category for Table, genau. Den Tisch. So. Immer schön feste Essen. Man muss einfach zu viele essen in Minecraft. Oh. Okay, da. Da war es ein Garten unter der. Ja, Garten. Gartenüberdeckung. Okay, nochmals ein Dschungel. Mehr Kühe. Das ist eh eine cool aus. Zurücklaufen möchte ich nicht. Nur vorwärts. Nur immer vorwärts kommen. Schweine. Schafe. Kühe. Schafe. Haben wir drei? Ja. Gut. Noch eine Kuh. Noch zwei Kühe. Wie sich die aufgeteilt hat. Wir haben sie zerstückelt. Ach, schade, dass. Boah, diese Berge hier. Also, Savannenberge sind wirklich spektakulär geworden. Krass. Ich frage mich, wie zerklüftet aussieht momentan. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Snapshots oder so zeige. Dann kann ich mal zerklüftet eingeben. Sonst weiß ich nicht, vielleicht mal noch eine extra Bauwelt im zerklüftet Generator oder so. Wieso habe ich jetzt so viele Köhen verloren? Jetzt habe ich zwei Köhen verloren. Ah, weil ich zu lange gerannt bin. Boah, dieses Loch. Krass. Ja. So. Kurz ein bisschen warten. Also es geht nicht mehr weit. Wir haben eigentlich 2,5 Kilometer gemacht im Part. Jo, jetzt machen wir noch 300, 400 Meter. Und vielleicht entdecken wir noch etwas, klar. Geht ja noch 6 Minuten. Okay, schon wieder. Lange. Ja, schade ist die Farmwelt richtig nervig. Kompliziert. Es sind einfach unglaublich lange Biome, wo nichts existiert. Es fehlen die Biome, wo etwas existieren kann. Zum Beispiel einfach größere Wiesen noch oder so. Aber Savanne ist halt immer noch sehr langweilig und viel zu häufig.
Ich weiß nicht, wie prozentuell Savannenhäufigkeit sind, aber die sind häufiger als Ebenen. Keine Ahnung, wie genau. Habe ich eigentlich noch nie nachgeschaut, wie viel Prozentsatz von etwas einem Biom vorkommen kann. Aber da müssen wir ein bisschen Glück haben, oder? So, wenn wir hier wieder einen Fluss haben, gehen wir wieder aufs Boot. Dann können wir wieder schneller vorwärts. Und haben weniger Hunger. Whee! Schade, dass man ins Wasser springen kein Ding Akrobatik bekommt. Das wäre eigentlich auch Akrobatik, sonst würden die Klippenspringer und so nicht Akrobaten sein. Aha. Wieder ein Dorf. Okay, es kommt trotzdem noch etwas. Hä? Hätte jetzt nicht gedacht. Oh, aber diese Steine. So schön. So eine Großmutter. Schrott sonst. Nichts mehr. Gut, sechs. Ja, es sind sechs. Oh, schön. Noch mehr Gras. Niederes Gras. Das sind die armen Gräser. Oder dann gibt es noch die reichen Gräser. Hey. Oh, Kopf. Ein Villager. Das ist auch ein Villager, normaler Arbeitsloser. Boah, dieser Loot. Ja, da muss ich einen Homepunkt oder irgendwo machen, weil, ja, zu viel Loot wieder dabei. Aber ständig immer so viel Loot. Können Sie nicht mal, ja, selteneres hinstellen? Boah, dieser Fels hier. In GTA San Andreas gibt es einen ähnlichen. Krass. So genial. Und leider ist es gerade Nacht geworden. Naja, ich kann kurz schlafen nochmal. Schön, schön. Zwei sogar. Zwei lange Dinger. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Dödel. Schwengel. Es gibt andere Wörter noch. Pillager. Wattwurm. Ach schön, dieses Biom. Sehr selten, aber unglaublich schön. Jo. Schade, macht Mojang hier nicht die Chance höher. Oh, dort will ich kurz rein. Dort möchte ich rein. In einen Stollen. Ja, der Part geht leider langsam zu Ende. Aber wir gucken mal rein. Vielleicht finden wir das. Ja, ein Spinnenspawner, denke ich mal. Okay, es geht nicht weiter rein. Es geht nach links, aber. Ach komm, lassen wir es. Jo, also Dankeschön fürs Zusehen. Ich gehe noch hier durch dieses Mesa, durch die 1700 Meter und dann beginnen wir dort den nächsten Part. Mit kurz im Lager sein und alles ausgepackt haben. In unserem Zuhause. Jo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.